2022, was für ein Jahr. Anfangs dachte man noch, Corona ist bald vorbei und alles wird besser. Stattdessen Zeitenwende und Energiekrise. Viele haben gespürt, wie es ist, wenn plötzlich das Material fehlt und dass der Fachkräftemangel auch im eigenen Betrieb ein Thema ist. Handwerk ist nicht immer schick und entspannt. Dafür sieht man am Ende des Tages, was man geschaffen hat. Ich mache eine Ausbildung als Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik. Diplom-Orthopädie-Technikermeister. Ich bin Goldschmiedelehrling im vierten Lehrjahr. Ich bin Fahrzeuglackierer. Ich bin Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Und ich bin gerade in der zweiten Woche meiner Ausbildung hier und arbeite. Das Handwerk, das macht unser aller Leben besser. Danke dir. Auch 2023 wird Herausforderungen mit sich bringen. Zusammen wollen wir sie anpacken. Vielleicht möchtest du neue Technologien in deinem Betrieb umsetzen, besser werden, mit gleicher Kraft noch mehr erreichen. Wer Großes bewegen möchte, muss nicht immer gleich die ganz großen Räder drehen. Oft ist es die Summe vieler kleiner Dinge, die den Stein ins Rollen bringt. Als Teil der Wirtschaftsmacht von nebenan kannst du deinen ganz persönlichen Beitrag leisten. Für unsere Gesellschaft, für den Klimaschutz und für vieles. Vieles mehr. Wir unterstützen dich und helfen dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir beraten dich, zum Beispiel, wenn du dich digital neu aufstellen möchtest, motivierte Auszubildende suchst oder einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Schau zuerst bei uns vorbei. Und vielleicht wird 2023 kein perfektes Jahr, aber ein gutes. Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2023. Lass uns gemeinsam loslegen.